Na gut. Wir wollten nach Afli. Hallo, es geht sofort. Dahin ist auch gut. So, neue Hufeisen gibt's noch nicht, hm? Nee. Kundschafter. Pferdleser? Schlosser. Nö. Zu Fuß laufen? Nee. Guten Tag. Na gut. Nö, ich will nicht zu Fuß laufen. Da schlafe ich jetzt lieber den ganzen Tag. Bitte. Guten Tag. Nicht Deja, was zur Hölle. Okay, unsere Helden schlafen 2 Tage. Guten Tag, los geht's. Afli, sehr schön. Jetzt heißt es wieder Hütten suchen. Du bist die Bank. Habt ihr schön viel Essen? Ja. Essen weit und breit. So, ich will diesmal keine Hütte übersehen. Hier ist nichts, okay? Zelt meins. Sechster Sinn, Speer. Okay. Ich glaube, hier hatte ich nämlich letztes Mal das übersehen gehabt. Ich bin an irgendwelchen Hütten vorbeigelaufen und genau die Hütten waren es gewesen. So. Die Hütte. Lederexperte. Du. Du. Du musst Kettenexperte werden. Das heißt, Lunanera und Talana dürften jetzt schneller zaubern können. Weil ihre Lederrüstung sie nicht mehr so behindert. Übung macht den Meister. So auf beiden Seiten das gleiche. Die allerbesten Waffen. Boah, der Speer sieht schick aus. Ja, da benutzen wir keine Speere. Kommt rein. Das glaube ich einfach nicht. Wie kann ich euch helfen? Entschärfen plus 6. Vielleicht kauft ihr ja nächstes Kommt nicht Mal in etwas. Frage. Vielleicht kauft ihr nichts mehr etwas. Niemals. Geh weg. Luftmagiemeister. Würde ich ganz gerne. Was dauert noch? Was haben wir hier denn für Schulen? Oberste Gilde des Körpers. Schutz gegen Magie. Ist gekauft. Fliegende Faust. Ist gekauft. Regeneration, Hammerhand. Nö. Die müssen aber erstmal wieder bei ihm zur Verfahrung. Denn Körpermagie kann sie noch gar kein Meister werden. Ist halt nur für später. Und wir haben fast kein Gold mehr. Willkommen in der Gilde des Geistes. Geist, Hirnschlag. 12 Punkte Schaden plus 1-2 Punkte pro Fähigkeitswert. Das ist übel. 12.000. Irrsinn heilen. 8.000. Können wir uns nicht beides kaufen. Das Aggressive. Den... Tut mir leid, kann ich nicht kannst du auch noch nicht. Den kannst du erst lernen, wenn wir den richtigen Lehrer hier gefunden haben. Stabgroßmeister, nein. Wir sollten gleich das Geld von der Bank holen. Scharfschütze können wir nicht. Es gibt gleich keine Zelte mehr. Wassermagie-Experte, nee. Komm schon. Ja, sehr schön. 4000 Gold. So, jetzt kannst du das lernen. Ich probier's gleich mal. Und kannst es nicht in der Stadt ausprobieren. Das könnte wehtun. Aber du kannst schon mal Schnellzauber auswählen. Das heißt, jetzt wird auch sie recht leicht die Zauberpunkte loswerden können. Weil 25 pro Zauber ist schon heftig, weil ihre kostet Zauber nur 10. Und sie hat wesentlich mehr Zauberpunkte. So, wir sind in Afli. Wir sollten hier nach einem der Golem-Pferde suchen. Wo wir schon mal hier sind. Das heißt, wir laufen einmal an der Küste lang. Und danach einfach im ganzen südlichen Gebiet. Waren wir überall noch nicht. Gab es noch etwas hier? Es gibt immer so viel. Es ist ein wenig schwer, den Überblick zu behalten. Oh, wir sollten ein Auge anmachen. Oh. Hirnschlag. Sehr effektiv. Puff. 87 Schaden. Wow. Okay. Das war gerade die stärkste Weiber, diese pinke.
Urweiber. War das alles? So, schon hat Lay gleich keine Mana mehr. Das heißt, sie braucht wieder mehr meditieren. Und hier sind ganz schön viele Weibern. Wir sollten eine Seite leer bekommen und wir irgendwo rasten können. Was zur Hölle war das? Du trink mal ganz schnell. Einen Trank. Und weck sie wieder auf. Es kam unerwartet. Also ich habe nicht wirklich geguckt, wie viele Lebenspunkte Talana hatte. Das muss ich gestehen. Aber trotzdem, einfach mal so schnipp und eine weg. Das rüttelt auf. Schlafen. So, wir hätten gerne hier nichts. Wir hätten gerne das und wir hätten gerne das und wir hätten gerne das. Dann hätten wir gerne dich tot. So. 500 Gold. Das ist doch mal schick. Einfach nur für einen Gegner. Aber wie ihr sehen könnt, das brauchen wir jetzt auch. Denn die Zauber werden doch recht teuer. Und das waren jetzt nur die Meisterränge. Auf Großmeister wird das nochmal ein Schnacken teurer. Keine Urweiber dabei. Nee. Wo willst du hin? Genau. Dich, dich und dich. Und gleich wieder rasten. Habe ich erwähnt, dass wir mehr Zauberpunkte brauchen? Du Auge. Gold. Gold. Okay, das war Overkill. Wir haben ein Lernbuch gefunden. Wahrscheinlich irgendeine Stufe 1 Zauber. Also Basiszauber. Nichts geht über einen guten Kampf. Da hast du vollkommen recht. Zing, zing, zing. Kurz gucken, was im Buch das war. Oh. Und das reparieren. Repariert. Und gleich so eine Paste raufschmieren. So ein Ding. Da. Gehärtet. Sehr gut. Noch irgendjemand kaputt? Nein. Ich würde gerne helfen. Das brauchen wir wirklich noch Gift so ein heilendes Ding. Haben wir schon. Na gut, kann weg. Und das war doch kein Basiszauber, sondern Expertenrang. Du. Auge. Und wir sollten eigentlich nicht wahllos töten durch die Wildnis schreiten, sondern nach einer Kiste suchen. Fällt mir gerade so ein. Ich denke mal schon, dass die irgendwas bewachen werden. So, Urweiber, stimmt. Da ist noch eine. So. Können ganz schnell wehtun, richtig. Eine ist da hinten noch. Aber die fliegt weg und da hinten sind noch mehr. Zing, zing. Zing, 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 zing. Und eine Mana-Reagenz, die kommt mit. So. Da ist noch eine Mana-Reagenz. Und Äpfel. So, eine Blume wollen wir nicht. Trollblut haben wir eigentlich schon eine Menge. Edelsteine wollen wir immer. Lass uns mal einen richtigen Kampf. Alles klar. Bisher noch keine einzige Kiste oder Obelisk oder sonst irgendwas Besonderes hier. Was komisch ist. Normalerweise, wo viele Gegner sind, findet man immer auch irgendwas Besonderes. Also ja, ganz viel Gold auf dem Boden ist toll. Keine Frage. Und Erfahrungspunkte ist bestimmt auch ganz gut. Können wir das wirklich brauchen? Ein Drachentöter. Schön, dass es ein Drachentöter ist, aber es ist eine sehr billige Armbrust. Das bringt gar nichts. Zaubern wir gleich aus und dann können wir gar nichts. So.
Genau, man vermaß mit Pfeil und Bogen. Und da sehe ich doch was. Das könnte der Druidenzirkel sein, den wir brauchen für Lunanera. Zing. Das heißt, Tatalia haben wir, Effli haben wir. Fehlt nur noch die Evermorn-Inseln. Wobei wir da nur von Tatalia hinkommen. Also vom Hafen mit der Karte. Oh. Habe ich gerade die Karte in Harmony abgegeben? Mist. Okay. Also, Notiz an selbst. Wenn wir nach Evermorn wollen, müssen wir vorher nach Hause. So, weiter Kisten suchen. Geht's da hinten weiter? Ja, anscheinend. Okay. Erstmal gut schlafen. Dann hätten wir gerne 10er-Regenz. 21er Trank. Geschafft. So, ein paar Mal Trank auf Vorrat. Und uns dann. Was ist das da? Eine Nymphe. Für mich sehen Nymphen meistens anders aus. Aber na gut. Oh, und ein Schloss. Oh. Moment mal. Moment mal. Du Schildzauber. Haben wir Wasserschutz? Falsche Zauberin. Haben wir Wasserschutz? Nee, wir brauchen Schutz vor Wasser. Definitiv. So, jetzt würde ich aber gerne versuchen, einen davon zu töten. Wow, unsere Kleriker ganz gleich tot. Du heilen dich. Also es. Ja, es geht sogar einigermaßen gut. Man darf halt nur nicht getroffen werden. Bei so vielen Projektilen ist es ein. Wow, sind das viele. Okay, weg, 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 weg. Du heilen sie. Sie heilen sich. Und laufen. Laufen, 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 laufen. Du heilen dich. Yikes. Okay, es ist machbar, wenn man ein, zwei umbringt, wegläuft und so weiter. Aber wir bräuchten dafür definitiv vorher. Ah, da oben geht's weiter und da ist noch ein Gebäude. Wir bräuchten aber definitiv vorher Schutz vor Wasser. Und vielleicht noch ein, zwei Level. Weil wenn das draußen schon so garstige Viecher sind, will ich nicht wissen, was da drin ist. Da oben ist eine Herausforderung. Gucken wir mal, was für ein Attribut. Also Intellekt dürften wir hinbekommen. Alles andere nicht ganz so gut. Test des Glücks. Ihr habt den Test nicht bestanden. Okay. Ihr habt den Test nicht bestanden. Das erkenne ich nicht. Können wir das wirklich brauchen? Stärke und Charisma. Plus 10. Ne, wollen wir nicht wegtun. Charisma, Charisma brauchst du. Was machen deine Stiefel? Nix. Okay. Dafür habe ich keinen Platz. Alchemie plus 4. Reaktion plus 6. Okay, das ist jetzt dein Glücksoutfit. Sonst haben wir nichts Glücksartiges, hm? 47. Bin mir ziemlich sicher, dass nur 3 Punkte fehlen. Das ist doch doof. Na gut, Glücksoutfit aus. Tempel von Bar. Das dürfte dem einen oder anderen was sagen, der 6 gespielt hat. Gucken wir mal kurz rein. Einst das stolze Zentrum einer trügerischen Religion ist der Tempel heute nur noch eine Ruine. Und was finden wir in Ruinen? Also los, gehen wir rein. Gegner. Ha, ein Fahrstuhl. Ich glaube, da kommt gerade was hoch. Kann aber nicht wirklich runter gucken. Wow, da zaubert jemand. Nee, ich will nicht den Fahrstuhl nehmen. Da komme ich nachher unten an und komme nicht wieder hoch. Ich würde doch erstmal gerne wissen, was für Gegner wir hier haben.